Jeder liebt Oreos und in diesem Video möchte ich dir eine gesunde Naschereialternative zeigen, nämlich Rohkost-Oreos zum Selbermachen. Hallo und schön, dass du in diesem süßen Nachtischvideo mit dabei bist. Jeder liebt Kekse und Naschereien. Gerade die Rohkost bietet extrem viele süße Rezepte. Zum Beispiel Schokoladen, Torten und so weiter. Darum fehlen mir jetzt Kekse an sich schon sehr, sehr lang nicht mehr. Trotzdem ist es schön, immer wieder mal gesunde Naschereialternativen zu finden und selber zu machen. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich bereits eher wenig Gourmet-Rohkost zubereite, aber ihr habt euch vor allem ganz viele weitere Rohkostrezepte gewünscht und auch wenn man zum Beispiel bei Feste oder bei Feiern oder Freunden oder eben bei Familienfeiern oder so eingeladen ist, dann ist es eben immer wieder einfach mega schön, wenn man etwas mitnehmen kann und sein Umfeld dann ein wenig damit zeigen kann, wie genial und wie wundervoll köstlich die Rohkostküche eben sein kann. Und genau darum möchte ich euch mit diesem Oreo-Rezept eine wundervolle Möglichkeit geben, um eure Liebsten einfach zu verwöhnen. Vor allem ist das auch eine wunderbare Option, um eine gesunde Nascherei für Kinder herzustellen. Wir brauchen für dieses Rezept folgende Zutaten: 120 Gramm Mandeln, 50 Gramm Kokosflocken, 150 Gramm Datteln, 6 Esslöffel Kakao, 5 Esslöffel Kokosmus und wer möchte, kann auch noch einen halben Teelöffel geriebene Vanille hinzufügen. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach gleich mal mit dem Rezept los und lasst uns gemeinsam super leckere, köstliche Rohkost-Oreos zubereiten. Los geht's! Als erstes müssen wir die Kokosflocken zu feinem Mehl mixen. Als nächstes nehmen wir die Mandeln und mixen sie zu einem feinen Mehl. Da geben wir gleich auch das Kakaopulver hinzu. Wir nehmen einen Esslöffel Kokosmus und mixen den zusammen mit den Datteln. Das soll dann eine richtig gute Masse ergeben, die wir einfach super gut zusammenmischen und auf ein Backpapier ausrollen. Hier stechen wir dann mit einer runden Keksausstechform oder mit einem Glas, falls du keine Form gerade zur Verfügung hast, einfach kleine Kekse aus. Nun geben wir zu den 4 Esslöffel Kokosmus eventuell Vanille hinzu, befüllen damit die Kekse und achten darauf, dass es eben schön cremig bleibt. Wir geben dann immer einen Keks oben drauf, um die gewünschte Oreo-Optik zu bekommen. Die Oreos müssen jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank, damit sie richtig gut fest werden können. Ganz ehrlich, so hart wie die echten Oreos sind, werden sie halt fix einfach nicht. Aber an das gewöhnt man sich halt grundsätzlich in der Rohkost. Es schmeckt alles immer ein bisschen anders, aber grundsätzlich doch sehr ähnlich. Ich finde, sie sehen extrem köstlich aus und ich wünsche dir viel Freude beim Nachmachen des Videos und schreib mir gerne in die Kommentare, wie sie dir schmecken. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Mach's gut, deine Corinna und tschüssi.